So, wir sind jetzt mit der Kutsche an unserem Treffpunkt angekommen und eventuell steigt jetzt auch gleich jemand ein. Hallo. Schönen guten Tag, der Herr. Darf ich einsteigen? Hat dich hier schon mal eine Frau mit einer Pferdekutsche abgeholt? Niemals. Gut, dann hier heute Premiere, steig ein, wir fahren direkt weiter. Ich darf mitfahren? Ja. Yeah. Mögen denn Pandas Pferde? Voll. Ich glaube, die mögen sich. Dann geht's jetzt direkt los. Wir machen eine kleine schöne Spritztour zum Grunewald. Okay, und da geht's schon los. Wie viel PS haben wir denn jetzt? Zwei? Nicht mehr. Okay. Ich bin ja schon ein Stück jetzt ohne dich gefahren und ich habe gerade gemerkt, dass die gesamte Stadt einen anguckt, wenn man in so einer Pferdekutsche sitzt. Ja? Ich glaube, jetzt mit dir hier drin wird es jetzt noch schlimmer. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. Wir können ja nebenbei auch gleich ein bisschen, wenn du irgendwelche Fragen zu Berlin hast, ne? Du bist ja kein Berliner, also vielleicht kann ich dir ja auch helfen bei dem einen oder anderen Sightseeing. Aber ich war jetzt schon so oft hier in letzter Zeit, dass ich mich so ein bisschen auskenne und echt schon ein paar Sachen kenne. Bist du denn vielleicht auch dazu geneigt, nach Berlin zu ziehen oder steht das nicht zur Debatte? Nee, steht noch nicht zur Debatte. Also, es reicht mir, wenn ich hier nur wieder mal hier bin und eine Kutschfahrt machen darf. Ist das auch deine allererste Kutschfahrt generell in deinem Leben? Überhaupt, ja. Meine auch. Oh, ich glaube, vielleicht war ich als Baby mal bei sowas dabei. Das weiß ich nicht. Das könnte gut sein. Wir treffen uns ja tatsächlich auch heute zum ersten Mal zum Interview. Ja. Das heißt, wir müssen ein bisschen ausholen und wir müssen auch ein bisschen vorne anfangen. Wir müssen nachholen. Ja. Die 16 Bars-Zuschauer lernen dich ja jetzt quasi durch uns einfach ganz neu nochmal kennen. Ja. Dann lass uns einfach da anfangen, wo im Endeffekt auch deine Biografie so ein bisschen anfängt, zumindest das, was man schon über dich gehört hat. Du hast tatsächlich mal für die Stuttgarter Zeitung gearbeitet. Das heißt, du hast eigentlich einen ganz normalen Bürojob gemacht, möchte man sagen. Hast du dich wohlgefühlt mit so einem Alltag im Büro oder war für dich eigentlich schon da klar, das kann ich nicht den Rest meines Lebens machen? Mir war sofort klar, dass ich das nicht länger machen kann als die 3 Jahre Ausbildung. Aber es ging noch, weil ich hatte ja eigentlich einen relativ relaxten Beruf so. Das war malen den ganzen Tag oder halt irgendwas gestalten. Und das war okay, aber irgendwie 3 Jahre reicht und das war genug und jetzt passt es. Ich will nie wieder in irgendein Büro und irgendwie so eine Arbeit machen, die keinen Spaß macht für irgendeine Zeitung oder so. Obwohl ich dich mal sagen hören habe, glaube ich, in einem ZDF-Bericht, dass du dir schon vorstellen könntest, in ein paar Jahren auch wieder was Normales zu machen. Ja, aber es muss auf jeden Fall Spaß machen, Mann. Es muss so mein eigenes Ding sein dann. Was macht dir denn Spaß außer dem Malen und dem Rappen? Auch ein bisschen Mode. Das Modelabel macht mir gerade Spaß. Aber es ist ja eigentlich auch hauptsächlich Malen, so gestalten. Ja, eigentlich macht mir nur das Spaß. Oh Mann. Oh Mann. Ja, aber du hast ja noch ein bisschen Zeit. Fängt ja gerade erst an. Wäre ja blöd, jetzt schon übers Ende zu reden. Na klar, also wer weiß jetzt schon, was er mal in 10 Jahren macht? Niemand. Dann lass uns nochmal zurückblicken und darüber sprechen, wann du denn eigentlich deinen allerersten richtigen Auftritt vor Menschen als Rapper hattest und wodurch. Wie ist das zustande gekommen? Okay, das war in einem Jugendhaus, wie so oft. Es waren eigentlich echt schon 300 Menschen damals dann da. Aber nicht wegen dir? Doch, wir haben da wollte ich unbedingt mal einen Auftritt so, das war 2, 3 Jahre her. Und hab das so ein bisschen auf die Beine gestellt, ich selber. Ein paar Jungs eingeladen und alle anderen eingeladen, 3 Euro Eintritt und so. Und dann war die Bude voll und es war krass irgendwie. Erster Auftritt gleich voll, volles Haus und krass. Hast du denn zu so einem Zeitpunkt tatsächlich schon mal einen ernsthaften Gedanken daran verschwendet, als Musiker dein Geld verdienen zu können oder war das völlig utopisch? Völlig utopisch. Also ich war noch nicht mal, als ich bei Chimperator unterschrieben habe, so davon überzeugt, dass ich damit Geld verdienen könnte. So. Da habe ich gleich nach dem Signing dann Steffen gefragt, ob die Orsons überhaupt damit Geld verdienen, so, ob die davon leben können. So, jetzt so langsam geht's. Waren da gerade deine ersten Fans? Haben wir die überfahren oder warum schreien die so? Hallo! Ich glaube, die wollten ein Foto mit dir. Okay. Passiert dir wahrscheinlich öfter. Nie. Ich habe ja die Maske nie auf. Ja, darüber reden wir auf jeden Fall später noch, über die Maske. Dann nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, an dem Kars deine Musik im Internet entdeckt hat. Hast du denn da irgendwie schon gesucht nach einem Label? Hattest du irgendwelche Ambitionen oder war es wirklich ganz entspannt, weil du gesagt hast, es ist einfach ein Hobby und gucken, was kommt? Ob ich da nach einem Label gesucht habe? Nee, habe ich ja nie so. Ich war eigentlich nie so, dass ich irgendwie dachte, okay, ich mache Musik und verdiene damit mein Geld. Oder war auch nie so, dass ich Demos rumgeschickt habe oder irgendwas.
Das kam alles zufällig auf mich zu und ich habe es mitgenommen. Und dieser Moment, kannst du dich noch daran erinnern, als du erfahren hast, dass Cars einen Aufruf macht und dich sucht bei Twitter? Bist du da durch die Wohnung gesprungen und hast dich gefreut oder hast du das auch noch ganz entspannt gesehen? Also gefreut habe ich mich, aber es war erstmal so, oh Gott, ich habe total Schiss, da hinzugehen zum Büro und da waren alle da dann. Das war auf jeden Fall... Wovor hattest du Angst? Ich weiß nicht, Angst nicht, aber halt schon so, oh Gott, wie bei so einem Date, wenn man so eine Frau das erste Mal trifft. Oh Gott, Hilfe. Aber dann war es eigentlich echt entspannt. Waren alle da, alle cool, waren gleich am selben Abend noch, sind auf eine Schräglage-Party und alle haben getrunken und wir waren Brüder und es war witzig. Die haben dich alle sofort in den Kreis aufgenommen. Genau. Hast du denn über dieses Angebot, was du dann von Schimperator bekommen hast, nachdenken müssen oder war sofort klar, dass du das unterschreibst? War eigentlich sofort klar. Doch, war sofort klar. Alternativen gab es auch nicht? Nö, und ich dachte auch, es gäbe auch kein anderes Label, so, auf das ich Bock hätte gerade. Schimperator. Vor allem liegt es ja nahe, wörtlich so in Stuttgart. Ist ja logisch. Du machst ja keinen Hehl daraus, dass deine Musik extrem positiv ist, auch schon immer positiv war, was ja einfach daran liegt, dass du die Inspiration mehr oder weniger aus deiner heilen Welt beziehst. Wie sieht es aus mit der Musik, die du sonst so hörst? Musik, die vielleicht mehr geprägt ist durch die Schattenseite des Lebens. Kannst du dir sowas auch anhören oder kannst du damit gar nichts anfangen? Mit traurigen, deepen Tracks? Nö, kann ich mich schon anhören, aber nicht lange. Da wird man noch voll traurig, oder? Von... zu viel trauriger Musik. Obwohl ja zu viel so gute Laune-Scheiß ja auch nicht gut ist. Die gesunde Mischung daraus. Ja, natürlich. Es ist immer die gesunde Mischung. Glaubst du denn, dass es ein Privileg ist, dass du so positive Musik machen kannst? Ja, auf jeden Fall. Also ich hab halt ein schönes Leben gehabt bis jetzt und immer noch. Und deswegen drücke ich auf den Knopf und dann kommt bei mir nur sowas raus. Und ohne, dass wir uns das jetzt wünschen, aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass irgendwas mal nicht so Schönes in deinem Leben passiert, würdest du das dann auch musikalisch verarbeiten oder ist für dich einfach klar, du möchtest positive Musik machen? Na, wenn ich mal scheiße drauf bin, dann mache ich auch keine Musik. Also wenn ich echt nicht, wenn irgendwas Doofes gerade im Leben passiert oder so, dann hat doch auch kein Mensch irgendwie Lust zu arbeiten. Und so ist es bei mir ja dann auch. Aber manche Menschen nutzen das ja als Ventil und um das Ganze zu verarbeiten vielleicht. Also mir hat mal eine erzählt, dass man mit Schmerz die besten Lieder schreibt zum Beispiel oder irgendwie das ausdrücken kann, wenn einem was weh tut oder Liebe. Liebe oder Schmerz. Und bei mir ist es glaube ich eher die Liebe. Die so bei mir das die. Aber wahrscheinlich generell auch das Glück, also die Liebe ja. Zum Leben und das Glück und die Freude und alles, was genau. Positives passiert. Genau. Und wenn wir uns jetzt trotzdem mal vorstellen, wie könnte ein Crow in der negativen Version sein und aussehen? Was hätte er für eine Maske auf und einfach worüber... umgekehrt die Farben, schwarz und weiße Augen. Aber trotzdem ein Panda, ja? Wahrscheinlich. Und dann keine Jeansjacke, sondern eine schwarze Lederjacke mit Nieten. Vielleicht gibt es ja noch eine Version, wie bei Spider-Man 3, dann einfach komplett in schwarz und böse. Kannst du denn verstehen, dass vielleicht auch dadurch manche Leute sich nicht mit dir identifizieren können, weil sie eben sagen, okay, mein Leben war beschissen, ich habe irgendwie nur Scheiße erlebt und da kommt jemand an und singt von seiner guten Laune und das macht mich sauer? Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es solche gibt, logisch, klar. Aber es wird ja, muss ja nicht allen gefallen und es ist ja immer so, dass es Reibung geben muss. Jetzt haben wir die Maske gerade schon angesprochen. Gab es denn mal eine andere Idee noch zu einer anderen Maske, vielleicht irgendein anderes Tier oder war von Anfang an klar, dass du der Panda sein willst? Also ich und Psycho, wir haben zwei Masken bestellt, eine für ihn, eine für mich. Aber da war noch nicht klar, wer welche bekommt. Das war ein Eisbär und ein Panda-Bär. Und vielleicht wäre ich jetzt auch der Eisbären-Rapper, wer weiß. Meinst du, das hätte auch so gut funktioniert mit dem Eisbär? Keine Ahnung. Wer weiß. Sind Panda-Bären denn auch generell so deine Lieblingstiere? Nee. Deine? Die gehören schon mit zu den süßesten Tieren, die es so gibt. Und man hat natürlich... Oh, guck mal, die kenne ich auch, die Mädels. Foto. Die sind halt neun.
Ist das die Zielgruppe? Nein. Ja, Pandas sind süß, aber ich finde Erdmännchen noch cooler. Erdmännchen wäre mal was ganz Neues gewesen. Mhm. Aber Erdmännchen bin ich schon, wenn ich die Maske abziehe, dann bin ich nämlich ein Erdmännchen. Du meinst, du hast Ähnlichkeit mit dem Erdmännchen? Ich glaube schon, ich habe Ähnlichkeit mit dem Erdmännchen. Und auch so charakterlich, spiegelt dich das Erdmännchen da auch wieder? Boah, ich habe keine Ahnung, was die Erdmännchen für einen Charakter haben. Ich glaube schon, die sind so ein bisschen lustig, verrückt. Ja, genau, stimmt. Und die gucken immer aus Hügel raus und bewachen immer ihr... Ja, doch, das kann sein, bin ich. Und bei all dem Positiven und der guten Laune und dem Erdmännchen-Dasein, du hast natürlich extrem viel Output jetzt in letzter Zeit leisten müssen. Du warst unfassbar viel unterwegs, du hast mehrere Touren geleistet, alle Leute zerren an dir, wollen was, quatschen dich voll, so wie ich jetzt. Ja. Hast du da jetzt auch schon mal so einen Moment gehabt, wo du dachtest, boah, ich könnte jetzt auch mal eine Pause gebrauchen und lass mich mal alle in Ruhe? Ja, klar. Sowas kommt immer wieder mal, aber zum Glück habe ich da echt so ein gesundes Mittelmaß natürlich wieder, dass ich dann noch hin und wieder mal zu Hause bin und ständig sind die Kumpels dabei. Und wenn ich die Maske abnehme, ist alles wieder cool, ist alles wie weg, das ganze Rummeldings und der Star ist weg. Wenn ich jetzt die Maske abnehme und hier nebenher laufe, wird mich ja niemand erkennen und das ist so gut. Aber glaubst du nicht auch, dass es dadurch ein bisschen problematisch wird? Du kennst ja jetzt die Seite des Ruhms im Endeffekt noch nicht in vollem Maße. Wenn du die Maske dann abnimmst und dich dann irgendwann alle kennen, kommen natürlich nochmal ganz, ganz andere Schwierigkeiten auf dich zu. Es wird auf jeden Fall dann nochmal next level. Versuchst du das dann auch deswegen, so weit es geht, in die Zukunft hinaus zu zögern? Ja, also bei mir ging es ja relativ schnell, verdammt schnell eigentlich, so mit dem ganzen Erfolg-Dings. Und ich glaube, hätte ich die Maske nicht gehabt, wäre es schon echt noch krasser für mich, einfach von heute auf morgen von jedem erkannt zu werden. So. Und die Maske hilft mir da echt, mich so da langsam dran zu gewöhnen an das Ding. Du hast ja auch mal gesagt, dass du dir manchmal einen Spaß draus machst, nach eigenen Konzerten mal zwischen die Leute gehst und sie sich einfach natürlich nicht erkennen. Gab es denn mittlerweile schon den Moment, dass man dich vielleicht an deinem Klamottenstil oder deiner Stimme erkannt hat? Ja, klar. Also gerade auf meinen Konzerten so erkennen mich echt danach relativ viele, so an Hose, Schuhe oder kennen den Pulli von mir mittlerweile und kam auf jeden Fall schon öfter vor. Sagst du dann nur, bin ich nicht oder stehst du dann dazu? Kommt ganz drauf an, so wenn ich merke, die sind irgendwie fies und wollen Bilder machen, stehen mit Kameras schon da, dann gehe ich da ja gar nicht hin. Aber oft sage ich dann, ja, erwischt, verdammt. Wie geht's denn deinem DJ damit? Also ich meine, er ist ja im Endeffekt vom Gesicht her bekannter als du. Dadurch, dass er irgendwie dein Sprachrohr die letzten Monate war, hat er darunter jetzt zu leiden, dass er nicht mehr in Ruhe einkaufen gehen kann, weil alle irgendwie sagen, du bist Crow oder du hast was mit ihm zu tun? Nö, ich glaube, er leidet nicht, er genießt es eigentlich. Das glaube ich ganz okay. Doch. Weil das natürlich auch Vorteile bringt in Sachen Frauen, alle wollen was von dir. Genau. Und auch so ist es doch, glaube ich, für ihn ganz cool alles. Doch, ist, glaube ich, cool. Wie ist es bei dir? Ist es ein komisches Gefühl zu wissen, dass dich auch so unendlich viele Mädels irgendwie anhimmeln, obwohl sie eigentlich noch nicht mal wissen, wie du aussiehst? Also eigentlich sind es ja irgendwie so Vorschusslorbeeren. Finde ich voll gut. Hat voll was Superheldenmäßiges. So keiner weiß, ich bin Superman. Nee, ich bin gern so der irgendwas macht, aber keiner weiß es. Und das finde ich cool. Es gab ja mehr oder weniger einen Enttarnungsversuch, der nicht weiter kommentiert oder besprochen wurde von eurer Seite. Kann dann auch mal der gut gelaunte, positive Carlo bzw. Crow sauer werden, wenn andere Leute sich quasi in euer Ding einmischen? Klar, ich kann auch mal sauer werden, aber da war es mir egal, weil das war ja nicht ich. Von dem her ging mir das mit einem Schmunzeln an mir vorbei. Was passiert jetzt mit dem armen Menschen, dessen Foto quasi fälschlicherweise im Umlauf ist? Der kann sich wahrscheinlich nicht mehr auf der Straße blicken lassen. Und auf der anderen Seite, wenn wir schon mal bei eher negativer Berichterstattung sind, habt ihr euch, glaube ich, nicht so darüber gefreut, dass die Hip-Hop Bravo eine Review über dein Album geschrieben hat und es nicht sonderlich positiv bewertet habt. Ihr habt daraufhin, beziehungsweise Chimperator hat gesagt, die konnten das noch gar nicht hören. Lässt sich sowas aus der Haut fahren? Ja, das fand ich auf jeden Fall krass, dass die einfach behaupten, das Album wäre scheiße, auch noch eine schlechte Kritik. Und der beste Track wäre Ray-Op, den es ja nicht mal gibt.
und krass. Und dann frage ich mich, Hip-Hop, Bravo, hi. Das heißt, es wird niemals ein Interview geben mit der Hip-Hop, Bravo? Wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ich war ja mal sogar da. Und, aber irgendwie, hey, komisch. Ich will mich dazu gar nicht jetzt äußern, aber ist okay. Ihr könnt machen, was ihr wollt in Zukunft. Ich habe noch einen anderen Artikel gefunden, also ohne dich jetzt hier mit negativen Sachen voll zu spammen, aber das war auch so ein Artikel, der sich dann relativ oft hin und her geteilt und geschickt wurde. Warte, ich suche mal die Stelle raus. Und zwar folgendes. Sehr, sehr provokant geschrieben. Crow ist das Wix-Material für Mitläufer der Generation Y. Kennst du? Das kenne ich übrigens, ja. Warte, es geht weiter und repräsentiert alles, was falsch läuft, wenn sich eine Untergrund-Subkultur nach oben fickt. Es ist substanzlose und austauschbare Radiomusik, maßgeschneidert für naive Teenager. Ja, cool. Sehe ich genauso. Ärgert dich sowas oder kannst du es auch akzeptieren, wenn es halt irgendwie ein halbwegs gut geschriebener Artikel ist? Vielleicht belustigt dich ja sowas dann auch. Nee, also ich glaube, der hat mich schon ein bisschen geärgert. Ich glaube, es war eine Frau sogar. Ja, weil so viele Lügen drin standen. Das fand ich irgendwie so krass. Dann habe ich das gelesen und es tat mir weh, so zu lesen, so wie drin steht. Ich hätte bei Universal, beim Label gesigned und lauter so bei Major und es war alles so, da standen so viele falsche Sachen drin, die waren einfach überhaupt nicht informiert und voll viele lesen das dann und kapieren halt einfach und glauben das der dann und haben dann ein falsches Bild von mir und das fand ich halt echt schon traurig. Ich finde das eher traurig und dann regt es mich ein bisschen auf und ich denke mir, ich würde gerne mal mit der reden, so einfach. Nein. Was würdest du ihr dann sagen? Ich weiß nicht, wir könnten beste Freunde sein wahrscheinlich, so. Aber egal, die hat halt ihren Musikgeschmack, gefällt ihr nicht, dann... Du hast auch schon mehr so die Chaos-Einstellung, du möchtest eigentlich mit allen lieber lieb sein und kein Krieg. Ja, also nicht so wie Chaos mit allen, aber so allgemein schon, ja, doch. Das Einzige, womit sie natürlich recht hat, ist, dass deine Musik unglaublich radiotauglich ist. Also ich glaube, ich kenne keinen Deutschrap-Song in den letzten 5 Jahren, der es in so viele deutsche Playlisten geschafft hat im Radio. Dann hast du die Single irgendwie auf Platz 2 in den Charts platziert, obwohl man sie vorher downloaden konnte, kostenlos. Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Was macht das? Wo ist die Hit-Formel hinter Easy? Das ist eine gute Frage. Wenn ich die wüsste, dann würde ich jetzt jedes Lied so machen. Ich glaube, es war einfach gerade so den Nerv der Zeit getroffen und ein bisschen Glück gehabt. Und Facebook natürlich, das ist alles schnell verteilt. Und dann springt natürlich jeder Radiodinger mit auf und will auch cool sein und seine Kunden herziehen. Und so hat sich das irgendwie hochgesteigert gegenseitig. Wahrscheinlich wird dir dieser Song jetzt aber trotzdem mal, böse gesagt, für den Rest deines Lebens am Arsch kleben. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass es irgendwann dich vielleicht auch nerven wird, den zu performen? Irgendwann? Oh, ist schon soweit. Nein, Quatsch. Nee, Easy finde ich cool. Es gibt schon andere Tracks, die ich echt mitten in der Tour einfach gestrichen habe, so weil ich keinen Bock mehr hatte, so das nochmal zu spielen. Aber es ist normal, so in der nächsten Tour mag ich es wieder, dann kommt es wieder mit rein. Und man braucht immer so ein bisschen eine Pause von seinen Liedern und dann geht es schon wieder. Es klang jetzt aber so, als wenn es ein bisschen ein Zufall ist, dass dieser Song so erfolgreich geworden ist. Das heißt, die nächsten Songs könnten eventuell auch allesamt keine Hits werden? Könnte sein, aber nein, Quatsch, auf jeden Fall nur Hits, werden nur Hits. Das ganze Album ist voll mit Hits? Nur, also 13 Stück. Hat ja Bravo Hip-Hop wirklich gelogen. Ja, voll. Deswegen finde ich die, also Bravo Hip-Hop, ihr seid echt auch gemein. Dann lass uns nochmal darüber sprechen, über die ganze, oder wir können es ja eigentlich auch mal aufklären für die andere Autorin, die quasi fälschlicherweise gesagt hat, du bist einfach bei Universal gesigned. So ist es ja nicht. Ich glaube, du hast einfach einen Autorenvertrag bei Universal Music Publishing. Dazu bringst du dein Album, was, glaube ich, auch extrem viele andere Labels gerne hätten rausbringen wollen, über Chimperato, also einem Independent-Label raus. Ist das jetzt für dich so die romantisch schönste Entscheidung, die emotional beste, oder ist es finanziell auch alles top, oder hast du jetzt Abstriche gemacht mit dieser Entscheidung? Also, ich finde einfach, das ist die coolste Entscheidung. So, wir bleiben eine Familie und wir gehen nicht zu einem Major.
so, glaube ich, auch viel besser. Ein Major kann nämlich gar nicht so viel mehr machen als wir. Die haben halt vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber das brauchen wir gerade nicht. Und natürlich ist es finanziell so auch lukrativer. Und weil du mehr abkriegst vom Kuchen. Ja, vor allem Chimperator kann auf jeden Fall, kriegt noch mehr und ich dann natürlich auch, logisch. Doch, wir kriegen alle mehr, das ist ja das, wir kriegen alle mehr. Wie haben eigentlich deine Eltern darauf reagiert, auf diese Entscheidung zu sagen, ich verdiene ab jetzt mein Geld mit einer unsicheren Sache wie der Musik und generell dein ganzes Umfeld? Na, Papa fand es nicht so gut, weil er auch in der Jugend die Kumpels alle eine Rockband waren und natürlich kein Geld verdient haben und dann doch lieber Anwalt und sowas wurden. Aber mittlerweile ist er auch überzeugt und schickt mir immer ganz fleißig YouTube-Links von Santi Gold und von irgendwas anderem, was gerade der neueste Schrei ist und so. Und meine Mom, die war schon immer so, ja, cool, mach dein Ding einfach. Ich glaube, du bist ja tatsächlich auch zur Albumproduktion wieder nach Hause gezogen. Hast aber vorher, wenn ich da richtig informiert bin, mit 13 Leuten in einer WG gewohnt. Mhm. Wie geht sowas? Habe ich mich dann auch gefragt irgendwann. Ja, das war halt war ähnlich wie ein Hotel. Also ein ewig langer Gang und links, rechts, ganz viele Zimmer. Waren das alles zusammengewürfelte Menschen oder Freunde? Ja. Alles zusammen, also natürlich ganz schnell Freunde. Als ich ankam, waren das alles schon Freunde und ich kam dann dazu. Und war eine witzige Zeit auf jeden Fall. Oder die ganze Zeit nur hart abgefeiert oder? Nur die ganze Zeit, jeden Tag war in einem anderen Zimmer was los und war witzig, war ein bisschen wie Schulandtime, so alle verstreut auf einem Gang und. Aber man konnte halt nicht Musik machen. Entweder war es ständig laut oder hatte irgendjemand eine Klausur am nächsten Tag. Deswegen. Geht man sich da nicht auch mal auf den Sack mit so vielen Menschen auf einen Haufen? Kann ja ins Zimmer zurück und sich verziehen. Wie viele Toiletten gab es dann da? Das ist ja wahrscheinlich immer der größte Streitpunkt in einer WG. Ja, ein Mädchen und ein Jungen. Eine Jungstoilette. Aber bei mir war die Mädchentoilette direkt neben dem Zimmer. Das heißt, ich bin halt immer aufs Mädchen. Das Wissen erfahren Sie jetzt erst, ja? Ah, verdammt. Nein, Quatsch. Es war gar nicht so schlimm. Wenn du die Klobrille hochgeklappt hast, ne? Könntest du den jetzt wieder vorstellen, nochmal in so eine riesige WG zu ziehen? Oder ist jetzt schon so weit, wir kaufen jetzt ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung? Also eine 13er WG bestimmt nicht mehr, aber vielleicht mit ein paar Kumpels. Obwohl man ja sagt, man darf nicht mit Kumpels in eine WG ziehen. Das tötet ja alles, oder? Kann funktionieren, muss aber nicht. Ich glaube, man geht sich schnell auf den Sack und streitet sich dann über ein Geschirr, über dreckiges Geschirr und sowas. Aber so kann es dir dann auch später mal passieren, wenn du mit einer Frau zusammenziehst. Oh Gott! Hast du noch nie drüber nachgedacht? Oh Gott, doch! Dann bist du angeschrien, wenn du die Zahnpastatube nicht zugemacht hast. Ja, ich glaube, also gerade so das Zusammenziehen zerstört alles. Oh Gott. Du, der ja wie gesagt nicht nur rappt, sondern eben auch selber produziert. Was ist für dich so der größte Popsong und was ist der größte Rap-Song aller Zeiten? Okay, der größte Rap-Song. Oh Mann, ist schwierig. Aber ich glaube, Still Dre funktioniert immer. Immer und überall. Still Dre an und jedes Auto fängt an zu hüpfen. Und der größte Popsong? Boah, ich bin da echt nicht so gut drauf. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Flowrider, Spin Me Around oder wie es heißt? Keine Ahnung. Da sind wir eigentlich schon auch bei der aktuellen Musik, die gerade so im Radio läuft, neben deiner Musik, verrückterweise. Also von David Guetta über Pitbull, dazwischen kommt Easy. Kannst du mit so einer Musik was anfangen? Nee, nicht wirklich. Also ich komme da irgendwie nicht drauf klar auf David Guetta und Flowrider. Obwohl das ja auch sehr positive Musik ist. Ja, aber halt völlig anders als meine Musik, oder? Das ist ja voll so Clubmusik einfach. Ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen seelenlose Musik. Ja, die ist mir echt zu Bonbon-plastik irgendwie.
auch wenn meine schon auch so ein bisschen in die Richtung geht, aber meine hat, glaube ich, noch so einen anderen Vibe. Wir haben ja auch eben schon über das Produzieren gesprochen. Du samplest ja auch unwahrscheinlich gerne. Gibt es da für die Zukunft vielleicht noch so ein absolutes Wunsch-Sample, was dann man vielleicht auch erstmal klären müsste? Oder hast du auch schon irgendeine Idee, eine konkrete? Ich habe ständig irgendwelche Wunsch-Samples, irgendwelche ganz großen. Aber jetzt mache ich auch für den Sommer wieder ein Mixtape, auf dem ich mich austoben kann und alles wegsample, was es gibt. Mir ist es so egal, fürs Album konnte ich das ja nicht. Und jetzt bin ich wieder heim. Da gar keine Samples drauf? Nee, also es gibt halt den Iggy Pop. Und sonst war, glaube ich, noch ein, zwei, wo so halb Samples mit Nachspielen waren. So. Aber nö, keine Samples. Aber jetzt kommt ein Mixtape und ich sample alles. Ich sample alles. Michael Jackson, Madonna, mir egal, ich frage auch nicht nach. Sind wir tatsächlich fast schon im Grunewald angekommen? Du hast mir noch überhaupt gar keine Frage zu Berlin gestellt. Vorher hatte ich eine Frage, da war so ein Haus mit so ganz vielen Satellitenschüsseln. Ich glaube, das war tatsächlich da gerade, wenn man kurz vor Steglitz ist. Ich glaube, Schöneberg war das. Okay, und das kenne ich irgendwoher, so, aber aus Zeitschriften und so. Okay, weil es wahrscheinlich so ein bisschen der Inbegriff von halt so einer Satelliten-Ecke. Ghetto-Ecke. Genau. Ist dir Berlin zu Ghetto insgesamt? Nö. Nö, Berlin ist eigentlich gar nicht so, finde ich, Ghetto. Ich habe es überhaupt nicht bis jetzt, ich weiß, wie oft war ich jetzt da? 10 Mal, nicht oft, aber trotzdem fand ich Berlin eher so schön und offen und cool als Ghetto. Vielleicht war ich noch nicht in den hässlichen Gegenden, wer weiß. Aber mit Stuttgart kann es nicht mithalten. Hey, niemand kann mit Stuttgart mithalten. Was war das Schönste bisher, was ein Rapper oder ein Kollege aus der Musikbranche über dich und deine Musik gesagt hat? Na, eigentlich war es ja ein Delay mit, dass ich die Zukunft von Deutsch Hip-Hop wäre. Das war natürlich krass. Und sonst... Seid ihr euch auch mittlerweile mal begegnet? Ja, ja. Bei Rock im Park am Ring, oder es war am Ring. Genau. Da ist dann, meinte Cody so, hey, da ist ja ein Delay. Geh hin. Ich so, nein, ich trau mich nicht. Und ich so, ich trau mich nicht und dreh mich in dem Moment um. Und dann war der halt noch einen Schritt von mir entfernt und stand da. Und ich so, oh Gott, hallo. War krass, doch. Und du warst da in dem Moment mit oder ohne Maske? Ohne Maske. Und der hat mich gar nicht erkannt. Das fand ich so witzig, dass nicht mal halt er halt wusste, wer ich bin. Kam so, ja, wir haben überlegt. Da hatte ich, glaube ich, so auch ein anderes Streifen-T-Shirt an. Und Steffen am Tag davor nochmal ein anderes. Und die waren ja wie wir immer einen Tag im Kreisring. Ne? Auf jeden Fall hat er mich am Anfang mit Steffen verwechselt und es war witzig. Und dann haben wir ein bisschen geschnackt und hier und da. Und wir gucken uns die Show an, na klar, von beiden. Ne? Witzig. Du wolltest gerade noch von einer Reaktion von Savas berichten. Ach ja, Savas hat mir auch irgendwie viel Erfolg und alles Gute dazu gewünscht. Das fand ich auch echt richtig gut. So, von dem Savas. Krass. Ist auch im Endeffekt ein Vorbild für dich, oder? Ja, natürlich. Er ist schon immer da, seitdem ich denken kann. So. Nicht ganz, aber... Ja. Rock am Ring hast du gerade angesprochen, ist ja wahrscheinlich auch einer, der... Pferd pinkelt. Oh, ich höre es auch. Ich bin's nicht. Frau Ritter ist oh es nicht. Oh Gott, dürfen die das? Ja. Oh Mann. Wir haben auch richtig Glück, weil tatsächlich soll bald so eine, es geht irgendwie um die Entscheidung darüber, ob Pferde in Zukunft Windeln tragen müssen, dass sie nicht mehr auf die Straße kacken. Das ist kein Witz. Was? Habe ich schon mit Frau Ritter darüber gesprochen. Und müssen? Ich glaube, die mehrere Tierschutzorganisationen wollen sich dagegen einsetzen, weil das zur Unfallgefahr führen kann. Eine Windel? Ja, weil die sich dann verhaken können und hinfallen. Und okay, krass. Ja, ich bin auch dagegen. Pferde free horses. Die dürfen hinkacken, wo die wollen. Ich hoffe, sie hören auf dich. Also wenn Crow das sagt, dann bleibt das dabei. Also ich setze mich ja sowieso für Tiere so grundsätzlich immer ein. Du müsstest dich ja eigentlich auch für Pandas einsetzen, oder? Ja, mache ich ja. Ach so, was machst du da? Also ich hatte ja die Idee, meine Maske zu versteigern an irgendeinen Multimilliardär für ganz viel Geld und das dann an WWF spenden. Aber wir glauben, WWF ist nicht so geil. Es gibt ja noch andere Organisationen.
Ja, aber es war nur ein Gerücht, dass WWF nicht so geil ist und dass sie das so mit Gelder so nicht umgehen können und so. Deswegen suchen wir uns da gerade ein schönes Ding raus und dann machen wir das. Die Idee finde ich super. Ja. Kam ich drauf. Ich bin übrigens gerade auf dem Hohenzollerndamm. Ja. Aber mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen. Ich finde es jetzt hier auch nicht so schön. Ich habe gestern rausgefunden, was Vis-a-vis heißt. Was denn? Erzähl doch mal. Von Angesicht zu Angesicht. Auch Face to Face. Passt doch, oder? Aha. Es gibt ja Menschen, die denken, dass das wirklich in meinem Ausweis steht. Dachte ich auch. Ich dachte auch, du heißt Crow. Okay, dann wäre das ja geklärt. Schön, dass wir das geklärt. Jetzt wollte ich eigentlich mit dir darüber sprechen, ob du ein sparsamer Mensch bist oder ob du dein Geld auch mal verprasst, auf Party gehst, säufst, andere Luxusgüter dir leistest. Also ich gebe Geld aus für Essen, hauptsächlich für Klamotten und für Spaß. So. Und bei allem anderen bin ich so Spießer und sage, brauche ich nicht, mir egal. Aber wenn es darum geht, dann hau ich schon mal auf den Putz. So. Jetzt habe ich auch gerade völlig vergessen, ich habe dich ja eigentlich noch über Rock am Ring ausfragen wollen, bis das Pferd gepinkelt hat. War, glaube ich, einer deiner größten Auftritte auch bis jetzt, oder? Voll. Es war überhaupt der größte Auftritt und oh Gott, war das groß. Wie viele Menschen standen vor der Bühne? 20.000, 25.000. Und das Witzige war, davor war es halt leer. Unsere Band baut auf, es hat sich gefüllt und dann war es prappelvoll und danach war es wieder leer. So, es war, und so krass war es noch nie und wir haben von jedem gehört, es war richtig krass von dem Veranstalter darum. So, war geil, hat voll Spaß gemacht, voll. Rockfans gelten ja generell auch als ein bisschen kritisch. Haben die dich alle sofort mit offenen Armen und Herzen empfangen? Ich glaube, das waren gar nicht so typische Rockfans. Das waren alle wegen dir da? Ich weiß es nicht, aber es kam mir nicht so vor. Die waren irgendwie da und die hatten Bock. Und da war ja auch dann Deichkind abends noch, ist ja auch nicht wirklich Rock. Und da war der Platz halt dann nochmal voller, also richtig krass voll dann. Und ich glaube, das waren gar nicht so viele Rockfans dann bei mir. Wir sind jetzt übrigens am Hohenzollerndamm. Ich habe überhaupt keine Zeit, mich umzugucken. Ja, guck doch einfach nebenbei ein bisschen. Wir können ja auch mal, Frau Ritter, ja, bitte. Wann sind wir denn da? Halbe Stunde, schätze ich. Ach, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Ja komm, dann kannst du jetzt auch einfach mal ein bisschen genießen, ein bisschen rausgucken und wenn du irgendwelche Fragen hast, ne? Ja. Ich will ja auch, dass du was siehst hier von der schönen Stadt. Was sind da für drei Türme? Ja, das sind wunderschöne Vattenfallanlagen. Ist jetzt nicht so... Vattenteil ist das. Ja, genau das ist es. Ist jetzt nicht so das schönste Sightseeing-Objekt in Berlin. Stimmt. Okay, lass wieder reden. Und wo sind wir jetzt eigentlich angelangt hier? Das ist eine gute Frage. Wir fahren jetzt hier gerade durch so kleine Seitenstraßen. Es ist auch ehrlich gesagt, ich bin ja ein Ostkind, ne? Also ich komme aus dem Osten Berlins, wir sind hier gerade tief im Westen. Okay. Guck mal, ein kleiner süßer Hund. Ah, ja. Der ist ein bisschen verwirrt hier durch die... West-Berlin, West-West-West-Berlin. Agro-Berlin-Fan, ja? Aha. Hast du damals gehört? Voll. Da warst du ja noch voll klein. Macht nix. Wir waren trotzdem schon auf dem Schulhof die coolsten. Mit Roller, mit Anlage drin und so, wie man es halt hat. Ja. Wer war denn dein Lieblingsrapper von Agro-Berlin? Natürlich Sido. Maske? Ja, und auch so halt der Big Boss, der Anführer. Danach kam, ich glaube, Tony D. Weil er so schön schreien kann. Weiß nicht, der war witzig, wie so ein Bär, der aber in Wirklichkeit wahrscheinlich voll lieb ist, so, oder? Ich kenne ihn nicht, aber bestimmt, kann sein. Ich kann mir vorstellen, der ist so voll so... Also ich kenne ihn natürlich, aber jetzt nicht persönlich, deswegen. Ist bestimmt voll nett. Und macht es so voll auf, wo sind die Gegner, hast du noch 100 Meter? Das heißt, so ein Rap hat dich vielleicht sogar mehr geprägt als der aus der eigenen Ecke? Nee, nicht wirklich so. Oder das hast du einfach nur mehr abgefeiert? War halt einfach so in der Zeit cool, geil. Und dann kam auch wieder was anderes. War ja nicht jetzt von damals bis jetzt Agro, sondern für uns vielleicht 2-3 Jahre Agro. Agro-Time. Und dann kam auch wieder was anderes. Max Herre wird ja tatsächlich auch dieses Jahr wieder ein Rap-Album rausbringen. Und ich glaube, es wird gut. Hast du da schon was gehört von? Nur den Trailer. Und natürlich den Song von uns. Ach,
den Song von euch. Aha. Aha. Gibt's da was? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe da auch so Dinge munkeln hören. Wer weiß, vielleicht war ich ja bei Max Herre im Studio und wir haben einen Track aufgenommen, der dann aufs Album kommt und eventuell eine Single wird. Wer weiß, aber ich habe ja nichts verraten. Ja, klingt auf jeden Fall, wäre eine schöne Wunschvorstellung wahrscheinlich für viele Menschen. Mhm. Mit wem hast du noch so zusammengearbeitet in letzter Zeit? Auf deinem Album gibt es ja keine Features. Mhm, gibt keine Features. Hast du darüber lange nachgedacht oder war für dich klar, das ist mein erstes Album, da muss niemand drauf? Eigentlich dachte ich schon so, okay, es gab auf jeden Fall viele, wo ich dachte, die wären cool, wär cool, aber irgendwie sollte das nicht sein. Es war keine Zeit und hat nicht funktioniert. Und ein, zwei Monate fürs Album nur Zeit und hat nicht funktioniert dann. Traurig. Das heißt, ich habe gerade nur, in meinem ganzen Leben nur ein Casper und ein Max Herre Feature. Aber das ist doch aber schon mal was, also ganz am Anfang der Karriere im Endeffekt können es ja nicht viele behaupten. Das stimmt. Es wirkt, glaube ich, für manche Leute auch einfach so, als wenn du sagst, ich habe das nicht nötig. Ich muss mich nicht an irgendwem anderen nach oben ziehen, ich mache mein Ding alleine. Ja, also ich habe auch immer die Alben mehr abgefeiert, die so alleine von jemandem waren und aber nicht ständig irgendwie sein Kumpel XY nach jedem Dings noch ein Part hat. Jetzt kommen wir übrigens so ein bisschen in die auf der linken Seite schickere Ecke, gucke. Hier schon etwas schönere. Frau Richter, Ritter, sorry, Frau Ritter, wo sind wir, in welchem Bezirk sind wir gerade? Bald im Grunewald. Wir sind gleich da, im Grunewald. Wohnt hier Bushido? Gute Frage. Ich glaube, der wohnt nicht im Grunewald. Wilmersdorf, sagt hier der Kollege. Den habe ich ja letztens gesehen. Bushido? Mhm. In echt? In voll und echt. Und hattest du die Maske auf oder ohne? Ich hatte die Maske nicht auf, aber der hat mich nicht gesehen, weil ich saß im Tourbus mit schwarzen verdunkelten Scheiben und der nebenan im BMW. Wo war das? Richtung vom Kotti, Richtung Bürgermeister, irgendwo da. Schon in Berlin. Stau. Ja. Du hast vorhin gesagt, Sido hast du gefeiert, Bushido auch oder hast du da nicht so viel für übrig? Bushido fand ich auch ein paar Tracks cool, aber war weniger so mein Ding. Ich war eher so auf Sidos Seite. Nee, keine Ahnung, war nicht so mein Ding. Nee. Zu hart. Nö, zu hart gibt's ja nicht. Sido war ja genauso hart, oder? Er war halt immer noch ein bisschen witziger. So. Ja, stimmt. Ich habe mich, glaube ich, einfach nicht wirklich damit beschäftigt. Das ist so das, warum manche Dinge an einem vorbeigehen. Wenn man nicht anfängt, sich dafür zu interessieren und mal reinhört und so, dann geht es an einem vorbei. Traurig. Man muss ja auch nicht alles feiern und nicht alles mal mitbekommen. Man kann auch nicht alles hören, so, das geht gar nicht. Also, welcher Track vom Album wird wohl nach Easy der meistgespielteste? Vom neuen Album? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also von deinem eigenen Gefühl her? Ich glaube, ein Teil. Der hat das größte Hitpotenzial. Finde ich, nachdem ich das Album ja schon tot gehört habe, ist der immer noch so da und nervt nicht. Nervt nicht, aber es ist halt immer noch voll... jedes Mal erfrischend, neu und gut. Ich würde sagen, dir gehören die abschließenden Worte, damit wir jetzt auch wirklich mal einfach Fresse halten können und noch die letzten 3 Minuten einfach nur genießen und durch die Sonne fahren mit der Pferdekutsche. Was bleibt dir nach diesem ausführlichen Gespräch noch zu sagen? 16bars.de oder TV. Ihr seid wunderschön. Ich komme gern wieder. Und c'est la vie vis-à-vis. Noch ein Spruch? Ich halt lieber die Klappe.